inside. Look inside your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay. Ja. Hallo, ihr lieben Nosy Rosies. Hallo, es ist Donnerstag. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Ich bin Jana. Und ich bin Mine. Okay. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich bin erkältet. Aber ich darf nicht. Jana sagt, ich tue nur so. Ja, tut sie auch. Aber eigentlich, man hört das, meine. Ja, du warst das auch extra. Man hat bei mir auch, dass ich erkältet bin, oder? Nein. Und dieses lautet. Wichtige Lesben. Ah ja, genau. Wir haben im Internet rumgestöbert, zu dem Thema ein bisschen was gesucht und sind auf einen schönen Verband getroffen, der uns sehr angesprochen hat. Und zwar nennt sich dieser Verband, hier lest ihr es, LSVD. Lesbisch. Lesbisch und Schwul, Lesbisch und Schwulenverband Deutschland. Genau. Und zwar dieser Verband ist, also dieser Verband hat irgendwie 3000 Einzelmitglieder und 70 Organisationen und ist somit irgendwie der größte Verband in ganz Deutschland und hat auch irgendwie prominente Mitglieder wie, ich liebe sie ja, Hella von Sinnen, ich finde sie toll. Ich nicht. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir uns mal so ein bisschen schlau gemacht, was dieser Verein dann so kann. Und zwar, dieser. Gibt es auf dieser Seite also total viel Informationen, Rechtslagen, Rechtssprüche. Man kann sich halt einfach über alles informieren. Genau, man kann gucken, wie man am besten eine Familie gründet, wenn man lesbisch ist. Genau, Regenbogenfamilie. Oder einfach Verantwortung zum Beispiel auch der Religionsgemeinschaften. Also das finde ich auch total toll. Also einfach fragen, wie es ist, wenn man aus der Religion kommt und das auch für Migranten ganz viel mit dem Thema Gewaltbekämpfung und das Thema Homophobie wird aufgegriffen und einfach total viel, ja. So auch Menschenrechte, halt sowas alles irgendwie und ja, und Jugendliche stärken, schwule und lesbische Jugendliche stärken. Transgender, alles. Und die haben so viele Projekte, die so überzeugend sind. Also es ist sehr, sehr umfangreich und wir dachten, darüber wollen wir euch informieren. Ja. Also wenn was Sinnvolles in der Lesben- und Schwulenbewegung momentan ist, dann ist das dieser. Es steht auch auf jeden Fall auf der Seite. Zum Beispiel sind auf der Seite auch ganz viele Links zu, keine Ahnung, zu Zeitungen oder so, wo halt gerade über das Thema, über irgendein Thema von Lesben, Schwulen oder halt geredet wird oder so, irgendwie, ich weiß auch. Also so, dass man halt immer auf dem neuesten Stand bleibt, was gerade in ist, sozusagen, was gerade diskutiert wird, was gerade abgeschafft worden ist, was gerade angeschafft worden ist. Also sehr viel wird darüber informiert, einfach über die ganze Szene und so. Wir haben da halt auch so einen Bericht gelesen von einer Uta Kerr. Also wenn man Uta Kerr googelt, dann findet man auch auf jeden Fall Artikel, die über die Homosexualität sind oder allgemein über Lesben oder Schwule. Und diese Frau Kerr hat dann einen schönen Bericht verfasst über die Steine des Schweigens oder so eine Mauer des Schweigens, wie zum Beispiel, dass Lehrer und Ärzte sich so eine, warum, also dass sie das verschweigen, dass sie lesbisch sind, obwohl sie eigentlich wollen, dass die Lesben ja trotzdem an die Öffentlichkeit kommen, dass die Lesben mehr Rechte bekommen und aber trotzdem, dass sie halt trotzdem nicht dazu beitragen, weil sie sich nicht
geoutet haben. Also sie sagen zwar... Weil die Kollegen das dann zum Beispiel nicht wissen. Genau, sie sagen zwar, dass sie sich geoutet haben, aber... Also weil es irgendwie privat ist, weil das Lesbische irgendwie privat ist. Genau. Und das ist ein total toller Artikel von Uta Kerr, könnt ihr... also schreiben wir euch auch mal drunter den Link. Ja, das ist ein schöner Artikel. Dass eigentlich jede Lesbe, die im öffentlichen Bereich steht, einer anderen Lesbe die Tür öffnet, weil irgendwie so... Dadurch, durch öffentliche Lesben, wird die Akzeptanz und das, was wir eigentlich erreichen wollen, größer. Ja klar, so mehr, je mehr Lesben da sind und sich auch öffentlich zeigen, desto mehr werden wir akzeptiert. Und desto mehr können die Heterosexuellen, die nicht von der homosexuellen Szene überzeugt sind, vielleicht sehen, dass wir nicht unnormal sind oder weil was genau, sie halt denken. Genau, weil das Interessante in dem Artikel fand ich auch, Wenn man sich nicht outet, wenn man sich nicht überall outet, wenn man sich nicht bei den Eltern outet, nicht bei den Kollegen, nicht bei den, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Ärztin ist, nicht bei den Kunden, wenn man, oder also bei den Patienten, oder wenn man sich nicht in allen Bereichen outet, dann wird man einfach in die Hetero-Schublade gepackt und der Hetero-Mehrheit zugeordnet. Und das finde ich so wichtig, dass man zeigt, dass wir da sind, so. Genau. Ja. Also der Link ist da unter. Wir haben uns auch mit denen in Kontakt. Also wir haben denen heute eine Nachricht geschrieben und mal gefragt, wenn wir das Unternehmen vorstellen sollten, was wir alles reinbringen sollen. Und die haben uns sofort zurückgeschrieben und haben gesagt, dass das halt wichtig ist, also dass die Unternehmensphilosophie, also das, was sie erreichen wollen, die Ziele, dass die so umfangreich sind und also wir sind echt überzeugt von diesem Unternehmen und guckt es euch doch einfach mal an auf dieser Seite, schreiben wir auch euch unten rein. Ja. Ja, das war es auch eigentlich schon so ein Wochenthema. Genau. Wir waren übrigens im Urlaub und haben dort dieses Video gemacht. Hey, liebe Nosy Rosies, da sind wir wieder. Diesmal live aus Barcelona. Wunderbares Wetter, am 6. Dezember nicht zu fassen, aber... Die Sonne scheint und es sind 18 Grad. Wie ihr seht, im Hintergrund sind Palmen. Wir sind ein bisschen kaputt. Deswegen verzeiht uns unsere Müdigkeit. Das kennt ihr aber auch wahrscheinlich schon. Ja, wir wollten nochmal sagen, wir haben ja gestern aus Madrid ein Video gemacht und heute aus Barcelona. Nein, aber wir wollten nochmal sachlich erklären, dass wir einfach sachlich, inwieweit man das sachlich erklären kann, wollten wir sagen, dass wir echt geplättet sind, dass wir 1000 Abonnenten haben. Das ist so unglaublich. 1000 Abonnenten. Krass. Nicht zu fassen. Okay, also Barcelona ist ein Urlaub wert. Kommt doch einfach mal vorbei. Sieht schön aus hier. Okay, lasst es euch gut gehen. Schöne Nikoläuse in euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wir haben eine Bitte bekommen, dass wir was sagen sollen einer Person. Und wir dachten, also einer Person, die Geburtstag hat. Und wir wurden extra halt angesprochen und deshalb singen wir jetzt ein Geburtstagslied. Und Action. Okay, los. Wir haben erfahren, dass man heute vor 19 Jahren den Zeitpunkt künftig fand und dich kurzerhand in Band. Seitdem bist du auf der Welt. Schön, dass es dir hier gefällt. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, sonst haben wir noch was zu sagen? Es wird weihnachtlich. Ho, 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 ho. Also wir haben sturmfreie Bude. Falls ihr Lust habt, wir haben nur bis Sonntag ein Zimmer frei. Ein Zimmer frei. Also Billigflüge nach Bilbao und von Bilbao mit dem Bus. Kriegt ihr bestimmt hin. Also wir haben offene Türen und würden dann mit euch Plätzchen backen. Also, ciao, bis dann, in der Gegenwart.
außer Zukunft gekommen. Außer Zukunft. Aus der Vergangenheit, Alter. Alter! Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Alter! Komm, wir sind wieder zusammen. Also in der ich dachte eigentlich, warum denn nicht? Also klar. Die hat doch gestern gerade was gemacht. Die hat ja auch was. Ja, okay. Ich mache mal auf.